Und damit willkommen zurück. Ich muss nur kurz gucken, passt. Passt. Das ist alles ganz wichtig. So, also wir sind nach wie vor dabei, diesen Quick Strike irgendwie zu gewinnen. Ob das klappt, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal sehen. So. Mehr Ressourcen extraktion. Ja, doch, komm. Mehr Credits werden benötigt. Ach ja, ist dem so, hä? Ich glaube nicht. Hm, nachhaltige Präsenz. Was macht das? Ah, interessant. Interessant. Mehr Credits werden benötigt. Es gibt so viel Forschung in dem Spiel, das ist viel zu krass. Konstruktion abgeschlossen. Nicht ausreichende Metalle. Na, komm schon. Ja, 10. Mehr Geld in die Kassen spülen. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So, die Einheit greift jetzt an, indem sie die andere Einheit vernichtet. Ja, genau, ihr seid furchtlos. Deine Präsenz ist stark. Was machen wir, Drohnenmeister? Oder das hier? Mach mal Drohnenmeister. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Boop. So. Gefällt mir besser. Und dann bauen wir jetzt überall, sobald es dann geht, Handelsposten. Ich glaube, das macht dann Spaß. Wenn wir überall Handelsposten haben. Dann können wir den Handel ein bisschen florieren lassen. Und dann werde ich auch gucken, ob ich mit den Sternbasen wieder Handelsposten aufbauen kann. Das scheint es nämlich unbedingt zu brauchen. Hier geht noch was. Bip, bup, so. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Springen die zusammen? Nö, überhaupt nicht. Unsere Flotte ist eingetroffen. Toll. So, jetzt muss ich kämpfen. Jetzt wird's. Ja, jetzt wird's eklig. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Geht's erstmal die Strahlenbatterien ab. Die Erlösung wartet. Und dann haut's er den Titan. Das ist jetzt mein Plan. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Schauen wir mal, wie das klappt. Ne? Entfessle deinen Zorn. Ja, tu das. Die Unity ruft. Was ist das denn hier? Drohnenführer. Wie die Unity wünscht. Ah, interessant. Unsere Animas stehen bereit. Animas? Ich meine wohl Animes, aber das kann auch nicht sein. So. Eine Strahlenbatterie ist vernichtet. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Ich glaube, ich muss fast zuerst den Titan vernichten. Die Erlösung wartet. Dann greifen wir da so an, das sollte ja passen. Obwohl es knapp werden könnte. Müssen wir mal schauen. So, hinten nicht vergessen zu bauen. Logistik. Ja. Wir werden die Einheit die Piraten. Die wollen dem jetzt helfen, unser oder was? Schicksal wird sich erfüllen. Bekämpft die Korruption. Ich glaube, ich greife erst seine Schiffe an. Bevor ich den Titan vernichte. Sollen bestraft werden. Nutze meine Stärke. Wie ihr befehlt. Er greift mir ein bisschen zu viel unser auf einmal an. Wird sich erfüllt. Er sollte eigentlich das Feuer fokussieren, die aber irgendwie will er das wohl sollen nicht. Bestraft werden. So, der hat keine Fregatten, deswegen kann ich das hier nicht benutzen. Schade. Nutze meine Stärke. Der stirbt mir. Planetenentwicklung abgeschlossen. Das ist nicht gut. Wir haben eines unserer großen. Ja, ich seh's schon. Die Erlösung wartet. Ich glaube, der hat einen besseren Titan als ich. Obwohl meiner eine höhere Stufe hat, macht seiner mehr Schaden. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Aber jetzt kriege ich eins seiner Schiffe. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Die Piraten sind verschwunden. Ah, na toll, jetzt greifen sie mich schon wieder an. Super. Toll. Nicht ausreichende Metalle. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Jetzt können wir das bauen. Was bauen wir denn? Das da. Was ist das denn? Das machen wir auch. Okay. Nutze meine Stärke.
Vielleicht klappt es. Aber ich verliere auch ein bisschen was. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Unsere Anima stehen bereit. Ah, aber die sind gut. Die halten durch die Drohnenführer. Das nutze meine Stärke. Hilft nichts, ich bin all in. Ich greife an. Kleine Werft, die ist egal. Ich glaube, wir gewinnen das noch. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Ja, der will abhauen, schafft er aber nicht. Die Einheit wiederherstellen. Ja, komm schon. Stufe 5 gegen Stufe 2. Sein Titan schwächelt. Das ist nicht schlecht. Das können wir noch bauen. Noch ein paar Einheiten. Wissen erworben. Schick mal einfach hinterher. Parade Push und gut. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Ja, Piraten. Die oh, wie der lebt noch. Die Schandhaften sollen das soll aber so nicht sein. Komm schon, der ist doch fast zerstört. Der will jetzt echt abhauen. Aber den Titan kriege ich. Bumm! Unsere Truppen haben den Feind angegriffen. Whee! Zerstört. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Nicht schlecht. Besteht Gefahr? Zum Angriff. So, mal sehen, ob ich den vernichten kann. Nee, Selbstzerstörung will ich nicht. Oh mein Gott. Die Einheit hat gesiegt. Ha! Gewonnen. Sehr schön. Passt. Haben wir es doch noch geschafft. Irgendwie. Also die Credits sahen okay aus. Oh, da hatte ich mal sehr viel Erdbesser hier gemacht, aber es geht. Steuern hat er mehr gemacht, seltsamerweise. Ich weiß nicht wie. Aber er hat mehr Geld durch Steuern gemacht. Ich mehr durch Schiffen. Handelsschiffe. Aus anderen Quellen. Oh, interessant. Oh, der hat aber viel durch Planetenunterentwicklung verloren. Kopfgeld, ja. Interessant. Oh, der hatte eine bessere Flottenkapazität. Aber genutzt. Hier war er mal sehr stark. Boah, da hätte er mich besiegen können. Hier hätte er mich auch besiegen können. Hier hätte ich ihn besiegen können. Okay. Aha. Sternbasen, ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war dann tatsächlich eine kleinere Gruppe. Ein kürzeres Let's Play. Ich dachte, es geht ein bisschen länger. Konnte ich jetzt aber auch nicht wissen, dass es so kurz ist. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einen neuen Feldzug starten werde. Nicht sofort. Aber ich könnte... DLCs habe ich nicht. Aber ich könnte mal vielleicht ein bisschen rumgucken noch, was es so gibt fürs nächste Mal. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt... Keine Ahnung. Könnte mal gucken. Aber es wäre ein neuer Durchgang. Die Überlegung ist gerade... Will ich... Ich hätte schon gern was mit Verbündeten. So ein Team-Game. Gern auch wieder mal ein bisschen was Größeres. Was Forderndes. Da weiß ich jetzt nicht genau, inwiefern ich das machen möchte. Von dem her... weiß ich noch nicht. Bitte. Das ist jetzt die Frage. Irgendwas mit... Irgendwas Großes wäre cool. Hm,
Klar, ich könnte wieder eine Zufallskarte spielen, aber... Hier, fremder Übergriff. Das klingt doch interessant. Eine Menge Planeten, 6 Leute. Naja, nein, das lass mal. Das könnte man anmachen, das macht glaube ich Sinn. Das ist langweilig. Ja. Das lassen wir alles ganz normal, würde ich sagen. Das wäre cool, aber das DLC-Inhalt habe ich nicht. Ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Und würde dann hier... Ich würde aber tatsächlich mal jetzt nicht auf der Boshaftigkeit spielen, aber vielleicht listig. Also, dass es wirklich spannend wäre, weil schwer, das geht so. Ne? Damit komme ich zurecht. Aber listig ist schon die vierte, dass ich mich langsam an die höchste Stufe rantaste. Da müsste man mal sehen. Und ich würde dann jetzt diesmal die Tech-Rebellen tatsächlich benutzen. Die kenne ich noch nicht so gut, die werden anders. Ja, Zwillingsfestung ist cool, aber die haben wilde Erregung. Weiß nicht. Also, ne, ist ein bisschen was anderes. Hat einen sehr starken Titan, wie ich das mitbekommen habe. Ich nehme einfach mal die Tech-Rebellen. Und der Rest bleibt halt wie es ist. Aber hier hätte ich gern anderes Decall. Was nehmen wir denn da? Gelb. Die beiden können hier. Und dann machen wir rot. Rot machen wir böse. Lila machen wir noch böse. Und rot ist ganz, ganz furchtbar böse. So würde ich das jetzt machen. Genau. KI. Und dann täte ich tatsächlich anfangen. Aber in der nächsten Episode, die ich jetzt dann gleich aufnehmen werde. Weil sonst habe ich die Hälfte der einen Episode in der anderen. Das ist dann ein bisschen blöd getrennt. Also heute ein bisschen kürzer leider. Dafür geht's nächstes Mal dann nicht mehr so viel vorgeplänkelt, sondern direkt ins Spiel los. Versprochen. Also, wie gesagt, da vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.